Hallo ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Runde angespielt, heute mit einem Horror-Game. Wir spielen The Beast Inside, die Demo, deswegen auch die Facecam. Ich dachte mir, kriegst nicht genügend Horror rein, also machst mal die Cam an. Und ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Eigentlich wollte ich dieses Spiel ja quasi schon zu Halloween spielen. Eigentlich eine Woche vorher sogar, dann hatte ich einen Husten bekommen, habe mir gedacht, gut, ne, kurierst den Husten eine Woche lang aus. Perfekt, pünktlich zu Halloween machst du dann die Demo. Okay, wow, cool, danke, Spiel. Du bestätigst das, was ich die ganze Zeit schon befürchte. Ja, wie gesagt, sollte eigentlich zu Halloween laufen. Dann wurde aus diesem kleinen Husten eine Bronchitis und danach, als ich dann wieder gesund wurde, hat sie das irgendwie im Sande verlaufen. Lange Rede, kurzer Sinn, hier sind wir endlich und ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe schon ein bisschen in Optionen, hör doch mal auf hier. So, ein bisschen in Optionen habe ich geguckt, wegen Lautstärke und wegen der Grafikeinstellung. Müsste alles gut sein. Ich habe Gamma ein bisschen hochgedreht. Weil ich finde, es kann nicht hell genug sein. Okay, Einstellung übernehmen. Hör doch mal auf damit. Okay, wir versuchen uns an die Demo. Ich weiß auch nicht, wie lange die Demo geht. Ich weiß auch nicht, wie lange diese Folge angespielt geht. Gut, Aufnahme läuft noch alles. Ich muss mal gucken. So, ich hoffe, dass auch mit der Beleuchtung hier, da könnt ihr mir auch mal gerne helfen, so bevor ich jetzt starte. Denn ich habe wirklich nur eine Beleuchtung hier hinten. Deswegen ist auch hier der Schatten. Und ich war mir so unschlüssig, ich habe nämlich, weil es ja ein Horrorgame ist, halt alles ein bisschen abgedunkelt. Und jetzt hätte ich leider nicht großartig viele Optionen. Ich hätte es ein bisschen heller machen können, aber ich glaube, das ist für ein Horrorgame zu hell, oder? Deswegen mache ich mal ein bisschen dunkler. Mein Setup ist noch nicht das Beste, also von daher, sorry. Könnt ihr mir gerne trotzdem in die Kommentare schreiben, was besser ist. Ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Okay, das Spiel sagt, ich soll anfangen und tatsächlich, ich gehe jetzt mal einfach auf ein neues Spiel und lasse mich überraschen. Schwierigkeitsgrad auswählen, ja wunderbar, Abenteuer. Für Spieler, deren die Handlung am wichtigsten ist. Standard für Spieler, die eine gute Balance zwischen Rätseln und Action wünschen. Beste für Spieler, die eine echte Herausforderung suchen. Hä? Alter, das ist mein allererstes Horror, nein, nicht mein allererstes Horrorgame. Ich habe 2016 mal Outlast gespielt. Anderthalb Stunden aufgenommen und dann war die Aufnahme für die Tonne, weil irgendwie der Codex total... ja, abgeschmiert ist. Aber gut, Standard. Ich würde sagen, wir nehmen Standard, oder? Nehmen wir Standard. Red ich zu viel? Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt. Kapitel 1, wie alles begann. Das Haus sieht schön und einladend aus. Von außen, auf der Distanz. Ich bin nervös und trinke ein bisschen. Wie alles begann. Kapitel 1, das könnt ihr gar nicht sehen, dieses, das hier, ne? Ach, jetzt habe ich auch nicht meine Maus. Also hier oben, also hier unten, hier steht halt da, wo ich jetzt bin, mein Gesicht, Kapitel 1, wie alles begann. So. Ich möchte, dass es nicht aufhört zu laden. Aus Gründen. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. The Beast Inside ist übrigens eine Empfehlung vom lieben Shadow Wolf. Lieben Dank an dieser Stelle jetzt schon mal. Ich weiß nicht, ob ich hinterher noch Gründe habe, dir zu danken. Ja, ich habe ja, gut, ich nutze mir jetzt die Zeit des Ladescreens. Ich habe ja auf Twitter mal einmal rumgefragt, welches Horrorgame ihr mir empfehlen würdet zum Let's Play oder wenigstens für eine Runde angespielt. Und da kam gut Shadow Wolf mit The Beast Inside. Mein sehr, sehr guter Freund Flashwalker, der hat gemeint, probier's mal mit Alien Isolation. Das war auch das Letzte, was ich von meinem besten Freund gehört habe, weil ich kenne das Spiel und seitdem herrscht Funkstille. Drücke eine beliebige Taste. Nein, war natürlich Scherz. Ja? Ist natürlich weiterhin ein sehr, sehr guter Freund. Aber das Spiel, Leute. Where am I? Why? Das fängt ja super an. Adam! Adam! Okay. Why are you stalking us? Is this about Adam's work? What do you want from us? Why are you tormenting our family? No! Adam! Oh, come on. No. No, what have you done to Adam? Oh, God. War calls for casualties. No, there is no war. We're just a regular family. You hear me? Alter. We just wanted to live our life, and you've ruined everything. Pictures, bugs, threats, and now you've killed me. Stay away. Don't. They already know about you. They've been watching the house. They won't let you. Hush. No! What are you doing? What are you doing? I am setting the front line
Alter. Eine Woche zuvor. Das waren nicht wir, oder? Ich meine, wir haben es aus seiner Perspektive gesehen, aber... Das gefällt mir. Das ist schön. Oh, schönes Wäldchen. Jetzt habe ich Lust auf The Forest. Mit genau dieser Musik. Ups. Further we go, the more doubts I have. It will be challenging, true. But it was you who kept saying you'd like to get away from the city. Feel the call of the wild. For the weekend, honey. Not for the rest of our lives. Sind wir Adam? Dann sind wir tot. It's for the rest of our lives. Really, Emma? We don't know the day or the hour. Oh, very funny. Like we don't hear enough about nuclear threats in the media. That's what I'm talking about. If I don't break the code, this country would be like a basket full of nuclear mushrooms. Adam, stop it. But then again, maybe this shack will fall down on us before Brezhnev's boys launch their first missiles. It's no shack. It's a present from your parents, and you should appreciate it. Take a look! Oh, it looks even better than the photos. Das stimmt, das sieht wirklich gut aus, aber ich habe Fragen. Oh, our stuff made it here before us. And those lazy movers didn't even bother waiting for us. That's okay. We can bring it all in ourselves. Yeah, meaning I toil away while you give orders from the shower. Ist das nicht immer so, liebe Leute? Sind wir jetzt Atomwissenschaftler oder was? Arbeiten wir jetzt für die Regierung? 3-hour drive and we're finally here. The place seems peaceful and quiet. Maybe it'll help me to focus on those damn telegrams to decipher. Honey, don't just stand there. Those boxes won't carry themselves in. Update. The place seems peaceful and quiet until Emma showed up. Okay. Okay, witzig wäre es gewesen, hieß sie Eva. Verwende die Maus, um dich umzuschauen. Bewege dich mit der Tastatur. Ja, okay, das ist ein bisschen Tutorial-mäßig. Es sieht wunderschön aus. Kapitel 1. Trautes Heim, Glück allein. So, und wir haben dieses Haus von unseren Eltern geschenkt bekommen. Und... Aber wenn wir doch für die Regierung arbeiten, ja, irgendwie Nuklearforscher sind oder Wissenschaftler sind und Gepäckträger haben, die uns irgendwie die Klamotten hätten reinbringen können, warum fahren wir dann so eine Rostlaube? Okay. Cool. Kann ich hier irgendwas nehmen oder? Hier, Pizza. Ah, das ist so eine rostige Gammellaube. Das ist doch niemals unsere. Oh. Spielen wir The Ring nach? Oh gut, ist zu. Gott sei Dank. Okay, erstmal ein bisschen umgucken. Was ist da hinten? Okay, wenn es so bleibt, mag ich das Horror-Game. Voll schön. Und was ist hier? Können wir hier hin? Hallo, lass mich rein. Ich kann springen. Aber ich kann nicht drüber springen, selbstverständlich nicht. Okay, wir laufen einfach mal. Ich weiß nicht, wo wir hinlaufen sollen. Ich weiß, ins Haus. Aber lassen wir die immer ein bisschen duschen. Ist ja okay. Kommen wir mal rein. Gucken, wie kalt es ist. Wir können da wirklich rein. Und? Können wir crouchen? Ja. Können wir Fische fangen? Nein, wahrscheinlich eher weniger. Warum haben wir so viel Freiheit zu Anfang? Das ist merkwürdig. Finde ich schön, aber es ist merkwürdig. Aber wir können hier nicht weiter. Natürlich. Alles klar. Können wir hier hoch? Wir können hier tatsächlich hoch? Ist ein Steinbruch? Hätten wir hier die Steine weg... Komm, das bisschen da, das bisschen Kies, das hätten wir wegkriegen können. Aber gut. Wir wollen ja nicht zu viel am Anfang. Und ja, ich verzögere ein bisschen. Je mehr ich mir hier die Gegend angucken kann am Tage, desto erträglicher wird für mich dieses Spiel. Kann ich von hier oben hoch... Kann ich hier hinten? Tatsächlich. Aha, was haben wir hier? Wir sind ein sehr wichtiger Mann. Wir haben immer unser Tonbandgerät dabei. Immer schön alles im Aufzeichnen.
was wir erleben, was wir sehen? Vielleicht auch unsere Gefühle? Ein Audiotagebuch sozusagen. So, können wir die Steine nehmen? Können wir hier irgendwas nehmen? Irgendwie Bäume fällen, Holz abbauen, eine Bude aufbauen? Schade. Aber gut, machen wir mal. Oh, wir können sogar rennen. Oh mein Gott. Wie angenehm ist das? Warum kann man in einem Horrorgame rennen? Och, nein. Ich vergesse immer, dass das ein Horrorgame ist. Hallo. Ah ja. Wunderbar. Kann ich damit was anfangen? Schöne Bilder, aber das ist nicht, definitiv nicht von unseren Eltern, oder? So, kann ich hier noch irgendwas machen? Außer... Huch! Es ist verschlossen, aber wir haben doch... Na gut, okay, haben wir halt nicht. Huch! Zigaretten, Free Devil, weg damit. Hey, können wir jetzt alles nehmen und... Ich kann es nur werfen und rotieren, aber... Naja, gut, okay. Hallo? Ich will da auch, glaube ich, gar nicht erst rein. Kann ich das Licht anmachen? Na toll, das Licht ist aus. Okay, das wird ein sehr... Oh, etwas zum Lesen. Brief an meine Mutter Z. Lesen. Adam, mein liebster Sohn, dieses Haus ist seit vielen Jahrzehnten im Besitz unserer Familie. Einige Menschen nannten es sogar die Herberge der Stevenson. Als ich mit deinem Vater nach Boston zog, dachten wir eigentlich, dass Großvater es verkaufen würde, so wie er es angekündigt hatte. Das ist jedoch nie geschehen und er hat es uns überraschenderweise in seinem Testament vermacht. Und nun wird es dir zu einer deiner bezaubernden Frau zu Hause dienen, als... Und nun wird es dir... Und deiner bezaubernden Frau als zu Hause dienen, indem eure Kinder heranwachsen werden und ihr einfach euer Leben genießen könnt, fernab der Wirren der heutigen Zeit, in der es so viele Gefahren gibt. Ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen, um sesshaft zu werden. Passt gut auf Emma auf. Wenn es meine schmerzende Hüfte zulässt, werden wir euch nächsten Monat einen Besuch abstatten. Deine Mutter. PS. Dein Vater ist der Meinung, dass er derjenige sein sollte, der einen Namen für einen Sohn oder eure Tochter aussucht. Ich weiß wirklich nicht, warum er darauf besteht. Vielleicht verspürt er durch sein Alter den Wunsch, eine Art Vermächtnis zu hinterlassen. Wie auch immer, bitte tu so, als wärst du überrascht, wenn er dich darauf anspricht. Oh. Okay. Okay, hier ist nichts. Alles klärchen. Wo kann ich jetzt wieder Kuh wählen? Ach, sehr schön. Ein sehr tolles Haus. Wie wäre es, wenn ihr es vorher irgendwie renoviert hättet oder wenigstens mal eine Glühlampe reingedreht hättet? Finde ich trotzdem, nein, ich bin nicht undankbar, um Gottes Willen. Ja, doch, ist doch okay. Zum Glück kann ich nun von zu Hause aus arbeiten und muss meinen Wecker nicht mehr auf 6 Uhr stellen. Das stimmt. So, kann ich ihn drehen, kann mal irgendwas... Die soll nicht pisst sein, die soll weiterhin baden oder duschen oder was auch immer. Das Bild kommt raus, das ist ein bisschen creepy. So. Sind das die Boxen? Ja, okay, auf dem Tisch nach oben. Wunderbare Sache. So wie in Real Life, ne? Frau hat die Hosen an, selbst wenn sie am Duschen ist. Auf welchen Tisch soll ich es denn legen? Auf diesen hier? Hier. Werfen. Hier, bitte. The box is where it should be. Time to paint the walls. I think there's some paint in the attic. Ich soll jetzt... Moment mal. Es ist ein einziger Karton gewesen und die macht sie so einen Aufstand hier immer? Natürlich abgeschlossen. Moment mal. Wir haben doch noch mehr Kartons, oder? Haben wir auch einen Kofferraum? Aufnahmegerät. Drücke Tab, um die Aufnahme anzuhören. Mit dem Aufnahmegerät kann Adam Gespräche aufzeichnen und seine Gedanken zu aktuellen Ereignissen festhalten. Drücke die Leertaste, um fortzufahren. Okay. Aha. Seit die Wände an. Ich will die Wände noch nicht streichen. Hallo? So. Natürlich. Ich bin der Besitzer des Autos, aber habe keinen Schlüssel. Ich möchte die überall hier abstellen. So. Einfach.
Bitte. So, ich will mich hier erstmal ein bisschen umgucken, ob es hier irgendwas Interessantes zu entdecken gibt, aber ich glaube zu Anfang noch nicht. Ist ja auch alles mehr Tutorial. Was haben wir hier? Anschauen, werfen. Wir schauen uns das mal an. Ich sollte es auch einmal lesen, um Emma und ihre Launen besser zu verstehen. A Sinking Woman's Guide to Pregnancy. Oh mein Gott, ist die schwanger, die Emma? Amanda Krüger, es ist kein Albtraum, auch wenn sie es sich vielleicht so anfühlt. Schwangerschaftsratgeber einer Frau mit Köpfchen. Mit zwei Köpfchen. Pating! Zurück. Wirf mal weg den Scheiß hier. So. Okay, wir müssen nach oben. Wir müssen jetzt erstmal. Ding ist fast auf. Ich kann es noch nicht mal aufdrücken. Gut, wir wollen nach oben. Damn, I can't reach it. I need something to pull down the stairs. Okay, hier haben wir noch was zu lesen. Simon and Sons, Rechnung. Ich habe diese Mistkerle im Voraus bezahlt und natürlich haben sie sich nicht einmal die Mühe gemacht, die Kisten auf den Dachboden zu tragen. Heutzutage kann man einfach niemandem mehr vertrauen. Wir lesen mal ein bisschen. Umzugsservice Simon und Söhne. Datum des Umzugs 22. August 1979. Ah, da war ich noch nicht mal geboren. Name des Kunden wie im Vertrag Adam Stevenson. Abholadresse Boston MA Windmill Street 7. Lieferadresse Blackstone 13 NA. Gesamtbetrag sind 670 US-Dollar. Da hätten sie aber auch echt die Kartons reinbringen können, ne? Diesen einen Karton, den wir jetzt hätten reinbringen müssen, das, ne, gibt sofort negative Internetrezensionen. Allgemeine Übersicht der Leistung. Transport von 8 bis 10 Kisten. Aha. Möbel plus einige Utensilien am Heimwerkerbedarf, Renovierungsarbeiten, 270 Kilometer, einfache Fahrt, Unterschrift des Kunden, Unterschrift des Vertreters Dobney. Danke. Okay, kann ich einen einfachen Stuhl nehmen? Ich nehme einen Stuhl. Und stelle ihn einfach hier hin. I can't get in the attic without a pole hook. Ja, ist ja gut. Ich schmeiß ihn mal weg hier. Ja, wahrscheinlich, Alter. Voll die Minecraft-Physik. Eine Hakenstange, mit der Luke zum Dachboden geöffnet werden kann. Hallo? Lass mich rein. Ich habe was ganz Dringendes zu erledigen. Ja, dann mach mal auf hier, ne? So, runter. Oh, die Steuerung ist aber ein bisschen hakelig, ne? Los. You've got to be kidding me. Fuck. Tom, the baby hears everything, even in the womb. So we will make a great agent, just like Dad. Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Check the dining room. It should be in a drawer. Perfekt. Gut, Esszimmer ist unten. So, das weiß ich ja. Also ich denke mal, dass es hier ist. In irgendeine As Schublade. if there was one drawer. Ich wollte es gerade sagen, aber ich glaube, da hinten ist Key could eine. be in one of the drawers. Ja, das habe ich doch gerade. Linke Maustaste gedrückt, bewege die Maus vor oder zurück, um die Schubladenbehälter zu öffnen. Ach was. So richtig mit Aggression. So. Nope, nothing in here. Ja, habe ich doch verstanden. Hier ist auch eine Schublade. Aber die können wir, doch, die können wir auch öffnen. Oh, toll. Och, nö, komm schon. Och, 1000 Schubladen. Hilfe. Ich sehe nichts. I can't find it in the dining room. Oh, sorry. I guess I didn't get it from the trunk. Wir lieben unsere Frau. Moment mal, warte mal. Ich habe doch den Kofferraumschlüssel gar nicht, oder? War doch zu geschlossen. Sag nicht, die Autoschlüssel stecken noch. Ah, okay. Noch mehr Kartons, komm schon. Katsching. Ja, perfekt. Haben wir noch irgendwas, was wir hier. Weg mit dem Ding. Wir haben sowieso zu viel.
Die sagt nichts zu Emma. So, dann gehen wir jetzt rauf. So. Können wir jetzt endlich aufmachen. Ich habe vergessen, das ist ein Horror-Game, ne? Und wir sind jetzt hier am Dachboden. Noch ist es hell. Durchsuche den Dachboden nach Farbe. Das sieht schön aus. Anschauen, werfen. Oh. Eine Porzellanstatue. Rotieren, um versteckte Botschaften zu finden. Das sieht mir nicht sehr nach irgendwelchen Botschaften aus. Zurück. Ich wollte es nicht werfen. Oh mein Gott. Ich brauche irgendwelche Farben. Das brauche ich nicht. Hier. Ein Engel. Er sieht aus, als ob er schläft. Doch er könnte genauso gut tot sein. Armer Kerl, das Leben hat es mit ihm nicht gut gemeint. Wie lange er wohl hier gelegen hat? Wahrscheinlich schon ein ganzes Jahr. Was ist das denn hier bitte wieder für ein Geräusch? Was zur Hölle? Ist es das hier? Nein. Was ist das für ein komisches Geräusch hier? Hilfe? Okay, noch ist alles easy peasy, ne? So, gibt es hier irgendwas? Nein, auch keine versteckten Botschaften. Flachmänner. Okay, Alkohol wollen wir nicht. Ach, da hinten ist noch eine Tür. Sehr interessant. So, was gibt es denn hier jetzt? Irgendwie nichts wirklich. Wir können jetzt alles nehmen, aber irgendwie ist das uninteressant. Können wir hier durch? Wahrscheinlich. Alter, ich will da durch. Oh, es geht hier noch weiter nach oben. Aha, die Brechstange könnte sie noch als nützlich erweisen. Dann wählen wir sie mal aus. Ich kann nichts sehen. Hilfe. Was ist das? Eine Axt? Warum kann ich eine Axt nehmen? Deko. Hallo, ich denke, ich muss Farbe holen. Warum kann ich nicht? Lass mich mal hier runter. Ich finde hier keine Farbe. Also jetzt mal. What's that? Oh, damn it. What's that? So voll. Das ist voll realistisch, dieses Verhalten. Ah. Okay. Ja. Oh. Okay. So, pass auf. Klang. Na, komm schon, Alter. What could it be? A treasure? Of course. Great grandpa's porn mags. Was ist das? Pergament mit verschlüsseltem Text. Ein Auszug aus den Kommentaren zum Gallischen Krieg von Julius Caesar. Ich erinnere mich an den Text im Lateinunterricht gelesen zu haben. Einige Buchstaben sehen anders aus als der Rest. Rotieren und versteckte Botschaften zu finden. Warte mal. M-H-P-O. C. Die Initialen von Julius Caesar. Ne, J-C. Ups. Aber warum hat sie jemand als Gleichung geschrieben? Ach, das tun wir also, hm? Was haben wir jetzt davon gehabt? Okay, ein altes Schriftstück. Packen wir mal weg. Gegenstand wurde hinzugefügt. Und was ist das hier? Mit Gegenständen interagieren. Der Untersuchungsmodus erlaubt es dir, bei einigen Gegenständen zusätzliche Aktionen durchzuführen. Ein Hilfsmittel zur Entschlüsselung. Ah, okay. Okay, wunderbar. Und das müssen wir jetzt nehmen, um das Rätsel zu entschlüsseln. Okay, das wird noch lustig. Alles klar. Natürlich. Was? Ah, okay. Wie mache ich das denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt hier? Gegenstände, Notizen, Aufnahmegerät, die Scheibe.
Okay. MHP. Ne, hier ist MHPAO. Okay. MH, und wie mache ich das jetzt hier mit der Scheibe? MH? Na, hier oben, wir müssen erstmal hier oben hin, glaube ich, ne? Nein, das muss hier oben hin. Ist das richtig oben? Müssen wir M. So, dann das H. Wir können die untere nicht drehen. Ich denke, wir können die untere drehen. Hallo? Konnten wir das untere, das in den inneren Linkskreis nicht auch drehen? Ja. J gleich C. Hä? Öffne das Versteck. Ja, witzig, Leute. Wie mache ich das jetzt? So, da fing es schon an. Moment. Gegenstände. So. Wir können den inneren Kreis nicht mehr drehen. Okay, geh mal raus. Was ist hier? Warte mal, MHPO, kommen wir nicht ganz einfach hier. Oh. Nee, warte mal. Das müssen dann halt mehr gewesen sein, richtig? If J equals C, then based on the letter, the first character in the cipher should be. Was? Nein, MHPAO. MHPAO. MHPA. Komm schon, das muss doch richtig sein. Oh. Okay. Gut, hier gibt es kein O. Alles klar. Gut, das wäre dann auch zu schön gewesen. Gut, machen wir das nochmal. So, J gleich C. Was heißt denn J gleich C, Alter? Gegenstände J gleich C. Doch, warte mal. Wenn J gleich C ist, wo ist denn hier das C? Das kann man echt nicht drehen, das ist ein bisschen nervig. Komm schon. J ist gleich C. So, J wäre dann hier. So, ich weiß nicht genau, wie man das jetzt hier, wenn J gleich C ist. Das heißt, dann müsste. Jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben, ne? Okay, probieren wir es nochmal. Okay, J gleich C. Wo kann ich es mir aufschreiben? Was haben wir denn hier? Schreibe ich mir mal auf und gucke, ob das richtig ist. In der Hoffnung, dass es richtig ist. Also, na, geh mal weg hier. MH. MH. PAO. So, wenn es danach geht, dann müsste ich ja mit den Gegenständen, wenn J gleich C ist, J ist gleich C, dann müsste ja das M, wo ist das M, gleich F sein. Das H, wo ist das H? Das müsste dann das A sein. P ist dann das I. Das A. Ist das T? Wenn das O jetzt ein H ist, dann heißt es Face. O. Face tatsächlich. Okay, dann hätten wir dieses Rätsel höchstwahrscheinlich auch gelöst. Dann brauche ich mir nicht mehr was ablesen. Wir schaffen das schon. Gut. Also Face. Von wegen Schicksal. Wunderbare Sache. So viel zum Thema Rätsel sind absolut für mich schrecklich. Ja, ich sage nur Jedi Fallen Order. So ist das nicht. Ich mag Rätsel. Wenn sie ihre Grenzen haben. Ein Schlüssel. Ein antiker Schlüssel. In welches Schloss er wohl passt? Das werden wir wohl wahrscheinlich nie erfahren. Wir wählen das. Oh, wir haben hier noch was.
property of Nicholas. Yes, Nicholas. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Evening. Ich denke, ich kann mich jetzt hier entspannt zurücklegen. Was? Kapitel 2. Wir schreiben den 27. September im Jahr unseres Herrn 1864. Es ist Abend, beinahe Nacht. Nie zuvor hielt ich es für nötig, ein Tagebuch zu führen. Jedoch sagte man mir, dass es dabei helfen könnte, meine verlorenen Erinnerungen wiederzuerlangen. Das Niederschreiben meiner Gedanken bringt zudem ein gewisses Maß an Klarheit mit sich. Es hilft mir dabei, Fakten von Fiktion zu trennen. Spielen wir jetzt diese Szene? Spielen wir jetzt irgendeine Szene aus dem Jahr 1864? Sind wir Nicholas? Fragen über Fragen, und ich mache hier nicht irgendwie frech Werbung für Booster oder so. Mache ich ja wirklich nicht. Solche Booster. Ja? Krieg's bezahlt, weil ich ja so ein großer bin. Gott sei Dank. It is September 27th, in the year of our Lord, 1864. Evening, almost night. Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Okay. Besides, writing entails a clarity of thought, makes it easier to distinguish facts from imagination. I'm home again after 10 years absence. I'm relieved to find the house unscathed. That's good. It's the only roof I have over my head for now. I should light some candles and take a look around. Oh ja, ich freue mich jetzt schon. Did I honestly think he would welcome me at the door? He vanished a decade ago, without so much as leaving a letter. The house feels strange, even though it has not changed one bit. There are fears creeping out of the darkness, whose source I cannot define. But memories will come back. That's what they told me. Maybe ganz then I will so realize what happened to my father and what happened to me. Wow, das ermutigt sehr. Tagebuch, drücke Tab, um das Tagebuch zu lesen. Nicholas notiert seine Gedanken sowie wichtige Informationen. Ja, das Tagebuch. Aber das haben wir jetzt gerade eben vorgelesen bekommen quasi. Ich meine, wir haben es ja im Untertitel gehabt. Ich will nicht. Warte mal. Kann ich es rotieren? Kann ich hier irgendwie noch was finden? Irgendwie geheime Schriftzeichen oder so? Ich will nicht. Gegenstand von dem Inventar hinzu. Streichhölzer. Drücke X, um ein Streichholz anzuzünden. Was haben wir hier? Wunderbare Sache. Wo sind Kerzen? Kerzen? Hier sind keine Kerzen. Anzünden? Da ist auch noch eine Kerze. Okay, wir sind zurück im Elternhaus. Und ich freue mich jetzt schon. So, am besten jede Kerze anzünden, wie es geht. So, ist gut. Je heller es ist, desto besser. Wir haben sehr viel. Was? Ja, ich will keine Gegenstände bewegen, Bro. Hier muss es doch Kerzen geben. Kerzen? Hier waren noch Kerzen. Hier. Hier. Ein sehr schönes. Das ist mir scheißegal. Ich gehe nicht nach oben. Ich durchsuche jetzt erstmal alles. Also untersuchen erstmal alles. Ach, schön. Guck mal an. Ey, die kennen wir ja wirklich. Eines der Lieblingsstücke meiner Mutter. Es war ein Geschenk von einem Freund der Familie. Mein Vater mochte die Statue überhaupt nicht. Er dachte, sie sei ein Symbol für etwas, an das er nicht einmal denken wollte. Oh. Oha. Ich verstehe. Der Partner meines Vaters, George, hat sie meiner Mutter geschenkt. Dann spielte ihm das Schicksal übel mit, als sie noch ein Kind war. Ich bekomme von ihrem Anblick immer noch eine Gänsehaut. Okay. Ah, das kann ich aber verstehen, dass der Vater da ein bisschen pisst ist, wenn irgendein Freund der Frau. Weg damit. Oh, da ist ein Zettel. So, werfen, rotieren.
Wow. So, hier noch irgendwas, was Wichtiges? Nicht? Was ist das? Okay, ich dachte, das ist auch so ein... Darum habe ich die Kerze nicht gerade... Hier war keine Kerze, oder? Hallo? Okay, wie erkenne ich aus diesem Blickwinkel, ob da was Gutes, Interessantes drin ist? Achso, ich sollte näher gehen. Ah, was haben wir denn hier? Rotieren, ein sehr schönes Bild. Warum haben wir das? So, das ist jetzt eigentlich unser Haus. Wir benehmen uns hier wie die Letzten. Warum kann ich das hier nehmen? Was ist denn das für ein Gegenstand? Petroleum. Damit kann ich die Lampen nachfüllen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, okay, Tab schließen. Mehr kann man hier nicht. Das ist hier zum Werfen. So, wenn ich jetzt hier ganz nah am Schrank bin, kann mich ja kein Geist irgendwie jetzt hier blöd... Huch! Ein Bügeleisen, oh mein Gott. Weg damit. Ich will nichts bügeln. Na, mach doch zu. Ich kann das Ding nicht zumachen. Ach so, wegen dem blöden Bügeleisen. Weg damit. So, mach mal zu. Dankeschön. Ich will nämlich die unterste ebenfalls. Aha. Okay, wunderbar. Gar nichts drin gewesen. Mein Gott, ich sehe nicht, was wichtig ist und was das hier ist wichtig. Das kann ich nehmen. Hier sollte ich erstmal aufmachen, die Tür. Alles klar. Nochmal Petroleum. Petroleum. Eine Petroleumlampe. Eine alte Lampe. Mein Großvater hat mir eine Lampe wie diese benutzt. Was? Hat eine Lampe wie diese benutzt, als er noch in einer Mine gearbeitet hat. Sie war damals schon eine Rarität. Sie wurde wegen ihrer Robustheit geschätzt, wodurch sie nicht nur unter Tage äußerst wertvoll waren. Jetzt rostet sie so vor sich hin. Sie funktioniert jedoch noch und könnte eventuell von Nutzen sein. Das ist mir scheißegal. Das ist mir so scheißegal. Guck mal hier, so scheißegal ist mir das, dass ich jetzt hier einfach so ein Tafelbesteck hier einfach so hier gegenwerfe oder ja, Tafelteller. So, haben wir irgendwas Schönes? Nichts vom Wert. Mach mal wieder zu. Richtig wütend so zukrachen die Türen. Okay, pass auf. Wir haben... Oh. Okay. Das werden wir brauchen. Der Engel. Anschauen. Mein Vater stellte diese Figur manchmal vor meine Schlafzimmertür. Er gab damit zu verstehen, dass er nicht gestört werden wollte. Ach, vor seinen Schlafzimmertür. Ich muss meinen Vater einmal verärgert haben, denn... Schreib doch weiter. Hallo? Denn ich erinnere mich, dass er diese Figur einmal nach mir geworfen hat. Scheinbar hat sie jedoch mehr Schaden davon getragen als ich. Ist das Blut? Auf jeden Fall kaputt. Alter, netter Vater, ne? So, Leute, was machen wir jetzt hier? Hier ist noch was Tolles. Nein. Hier, Petroleum. Okay, wunderbar. Fällt das auf, dass ich nicht hier... Ja, nochmal was? Was war das jetzt? Alte Lampe. Petroleum, nochmal Streichhölzer. Ah, okay. Ich verstehe. Ich will nicht nach oben, Leute. Ich gehe doch nicht nach oben. Okay. Damn wind. I thought the window was bolted shut. Was ist das hier? Anschauen. Aha, ich weiß immer noch nicht genau, warum mein Vater anfing, diese Engel zu sammeln. So, irgendwelche Erinnerungen? Nee. Hier, Geist. Okay. Ich will nicht zum Fenster. Hey, what are you doing here? This is private property. Alter, schau dich außerhalb des Hauses um. Alter, geh kacken. Alter, geh mal, mach mal auf, hier. Wer bist du? So, kann ich hier raus? Nein, ich kann natürlich nicht raus. Ich will da nicht runter. Ich will doch nicht raus, Alter, hast du gelitten?
Alter. Shit. So, was war das denn? Geräusch, das kam von oben. Ich wollte besser nachsehen. Gott sei Dank war es nur der Wind, der das Fenster weit aufgerissen hat. Am Boden vor dem Haus habe ich jedoch eine beunruhigende Gestalt erkannt. Er will anscheinend etwas von mir. Er deutet mit seinem Finger auf etwas. Er könnte nur so spät in der Nacht in dieser Einöde umherwandern. Ich hoffe, dass es nicht gefährlich ist. Das könnte ich jetzt wahrscheinlich nicht gebrauchen. Wann könntest du es denn gebrauchen? Was ist denn das für eine Aussage? Ich werde nach unten gehen und ihn fragen, warum er zu diesem Ort gekommen ist. Wahrscheinlich werden wir das tun. Niemals. Oh, ich sehe gerade. Hier erkennt ihr ja gar nicht, hier steht Notizen und Gegenstände und naja, also. Ups. Gut. Nein. Rotieren. So. Gut, wir wollen jetzt auf jeden Fall raus. Selbstverständlich. Dankeschön. Wahrscheinlich gehe ich da raus, Alter. Geht kacke. Auf die Schnauze, Mann. So, ich werde einen Stuhl mitnehmen zur eigenen Sicherheit. Hey! You still here? I'd better take a look. Was hast du eingetragen? He pointed at the shed. Maybe I can find something in there. Okay, vor dem Haus ist niemand. Der Busch hat sich in Luft aufgelöst. Ich sollte mich jedoch gründlich umsehen. Vielleicht hält er sich irgendwo versteckt. Ich glaube, er hat mit seinem Finger auf den Schuppen gezeigt. Vielleicht finde ich dort etwas. Ich will da nicht hin, ich will da nicht hin. Alter, hier bewegt sich ja alles. Aber er ist doch in die Richtung gegangen, aber hier ist doch der Schuppen. Hallo? Kann ich hier irgendwas machen? Hier ist doch der Schuppen, oder? Warte, ich will da nicht hin. Hä? Moment mal, er ist in die Richtung aber gelatscht. Oder war das gar nicht der Schuppen, den er gemeint hat? Halte Shift, um zu rennen. Ja, was glaubst du, was ich vorhab? Hier ist der Schuppen. Aber ich kann hier auch wieder nicht... Doch, ich kann die Tür aufmachen. Schau dich im Schuppen um. Alter, geh mal gepflegt. Hallo? Hier ist etwas Tolles. Nimm's doch. Nimm es. Durchtrennt kinderleicht jegliche Schlösser und Ketten. Wunderbare Sache. Ach so. Ah, okay. Das hinten war doch der Schuppen, aber wir mussten hier hin um... Ah, okay, ich verstehe. Geh trotzdem mal kacken, Alter. Hast du das gehört? Alter. Ich will das nicht machen. Ich habe hier aber auch keine Bolzenschneider. Wie kann ich denn den Bolzenschneider jetzt... Hä? Wie jetzt? Aber das ist doch der Schuppen. Und hier waren die Schlösser und ich dachte, ich muss jetzt hier mit dem Bolzenschneider, aber irgendwie... Alter, halt die Klappe. Alter, ich habe Halluzinationen. Ich bin jetzt doch ein bisschen verwirrt. Kann man hier rumgehen? Warum sollte ich hier rumgehen wollen? Nein, hier ist gar nichts. Alter, ich will hier raus. Das ist doch der Schuppen, oder nicht? Weil da hinten, als wir da die Kneifzange geholt haben... Ich gehe nochmal zurück. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen Stress- und Angstsituation bin, kann es sein, dass ich ab und zu ein bisschen unbeholfen wirke. Das ist aber vollkommen normal.
So, hier kann ich ja nichts machen. Das ist kein Schuppen hier, oder? Nö. Ja, dort finde ich was. Und was kann ich hiermit dann? Ach, soll ich dann wieder ins Haus zurück? Meint er das? Warum zeigt mir ein Fremder hier Richtung Schuppen, dass ich einen Bolzenschneider habe, mit dem ich in meinem eigenen Haus Schlösser knacken kann? Ich gehe mal wieder rein, oder? Ich will hier mal die Tür zu hier. Hallo? Hallo? So. Warum? Ach, guck mal. Ah, okay. Pass auf. Pass auf. Ganz einfache Sache. Warum ist hier wieder überall das Licht aus? War das Buch schon immer da? Ja, das ist ein Kackbuch. Das will keiner lesen. Stimmt, wir sind ja da hinten noch nicht gewesen, ne? Ah, pass auf. Weg damit. Ach, guck mal, ey, wir haben hier so vieles noch gar nicht entdeckt. Ich will auch nichts entdecken. So. Noch irgendwo eine Kerze? Nicht, aber dafür haben wir Petroleum. Sehr gut. Was haben wir hier? Nochmal Petroleum. Ist das hier ein Gewehr gewesen? Okay, pass auf. Hinten war was zum Lesen. Vorvertrag über den Kauf eines Grundstücks. Mein Vater hat dieses Grundstück spottbillig erworben. Ein Freund von ihm, Richter Norton, hat den Vertrag unterschrieben, wodurch der Verkauf amtlich wurde. So einfach war es damals, routinenversteckte Botschaften zu finden. Habe ich eine Nachricht bekommen? Warum kriege ich denn so viele Messages, immer wenn ich aufnehme? Lesen. Vorvertrag über den Kauf eines Grundstückes. Zertifikat Nummer 12. Grundbuchamt von Plainfield NH, 4. Mai 1839. Hiermit wird bescheinigt, dass Jacob Hyde gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes mit dem Titel Gesetz zur Sicherung von Vorverkaufsrechten auf öffentlichen Ländereien für nachgewiesene Siedler verabschiedet am 13. Januar 1838 folgenden Betrag vollständig bezahlt hat. $400 für 320 Morgen? Ah, für 3 Tage, $1,25 Dollar pro Morgen. Und das gegen Vorlage dieses Zertifikats an die Bevollmächtigten des zentralen Grundbuchsamts eben jener Jacob. Ich muss mal eben kurz Pause machen. Sekunde. So, bin wieder da. Es hat natürlich selbstverständlich geklopft. Wie jedes Mal, wenn ich irgendwas aufnehme. So, wo waren wir? Vollmächtigen Grund, der Besitzer im oberen genannten Grundstück überwirbt. Okay, das haben wir jetzt gelesen, ja? Alles klar. Gut. Rotieren. Oh. Mein Vater wusste, was unter dem Land verborgen lag. Er brauchte nur einen Partner, der über die nötigen Ressourcen verfügte, um eine Mine zu errichten. Dadurch lernte er George kennen. Später baute er den Gasthof und hatte für eine Weile wirklich ausgesorgt. Huch. Da waren die ganzen guten alten Zeiten. Das waren die guten alten Zeiten. Doch ich fürchte, sie werden nicht zurückkehren. Alter, ich will selber zurückkehren. Ich will ins... John erhielt noch $200 obendrauf, nur um das Ganze zu organisieren. Alles klar. Können wir jetzt... Perfekt. Kriegen wir hier noch irgendwie was Interessantes? Wer war der Fremde? Okay. Ach so. Ja, na, geh doch. Warum... Ich muss von der anderen Seite. Warte mal, gibt es hier auch noch was zu lesen? Nee, sorry. Okay, ich muss also von der anderen Seite da erstmal die Tür freiräumen. Sehe ich das richtig? Aber ich kann hier nicht hin. Wie komme ich denn da hin? Okay, pass auf. Das Ding. Shit. Wie mache ich das denn? Was ist das denn hier? Ach, weg damit.
Was ist das hier? Nochmal was zu lesen? Ein Foto von der Mine. Mein Vater und sein Partner einige Tage vor der Öffnung ihrer Pyritmine. Pyritmine, Entschuldigung. Lesen. Jacob Hyde und George Whitehead. Oh, Moment mal. 4. April 1848. Ist das dieser George? Der gerade eben draußen stand. Und wenn ja, warum spukt der jetzt bei uns rum und will irgendwie Klamotten? Und warum kann ich die Tür... Wow. Irgendetwas, was ich jetzt hier kaputt. Ich glaube, da schneide ich raus. Ich glaube, da werde ich mir jetzt mal ein bisschen Mühe machen. Liebe Leute, falls ihr euch jetzt wundert, warum ich jetzt hier so plötzlich erscheine, ich bin vorhin das ganze Haus nochmal hoch und runter hin und her gekraxelt. Ich habe alles auseinandergenommen, weil ich dieses Schloss hier nicht gesehen habe. Und weil ich jetzt, ich habe es einfach nicht gesehen. Deswegen mache ich jetzt hier weiter. Und, okay, wunderbare Sache. Dich packen wir hier mal weg. So, der Horror ist ein bisschen entwichen, weil ja einfach nichts mehr passiert ist. Ich kam hier nicht weiter. Und somit habe ich auch nichts getriggert. Deswegen bin ich jetzt hier so ein bisschen... Aber jetzt fängt es wieder an, als wieder was Neues kommt. Ich wurde doch gerade eben unterbrochen. Ich glaube, da schneide ich alles raus. Alter, ist das nervig. Moment mal, ich trinke noch ein bisschen was. Das schneide ich nicht raus. So. Okay, also dann mal rein. Ihr seht auch, ich habe kaum noch Petroleum. Hallo? What the hell is this? Was ist denn das? Ein Zeitungsausschnitt, rotieren und versteckte Botschaft zu finden. Oh. Die friedvolle Gemeinde wurde durch das schreckliche Verbrechen schwer erschüttert. Der zum Gasthof gerufene stellvertretende Sheriff konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Richter John Norton galt seit einigen Wochen als vermisst. Der Angreifer ging mit äußerster Brutalität vor. Die Kehle des Opfers wurde aufgeschlitzt und unzählige Schnittwunden und Verbrennungen weisen darauf hin, dass das Opfer über einen längeren Zeitraum hinweg gefoltert wurde. Das ist nicht schön. A gruesome murder? Here? Sounds familiar. Habt ihr das gesehen? Das habt ihr gesehen, oder? Da war doch... That's my father's hat. Basement. Nö, nö. Do you believe this is some kind of clue for me? I should look into it. Wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich machst du das. Verschaffe dir Zugang zum Keller. Der Eindringling ist verschwunden. Ich habe jedoch im Schuppen einen Zeitungsartikel über ein grausames Verbrechen gefunden, das in dieser Gegend vor vielen Jahren verübt wurde. Es hat keinen Sinn, in der Dunkelheit der Nacht weiter nach diesem Burschen zu suchen. Er ist mir unheimlich. Zeit, nach Hause zu gehen und zu warten, bis dieser Spuk vorüber ist. Ich wäre gar nicht erst rausgegangen. Aber ich glaube, wir könnten hier... Zweiter Zeitungsausschnitt. Haben wir das hier alles schon gesehen? Ich weiß nicht, habe ich das jetzt übersprungen? Ach, verdammt, jetzt weiß ich nicht. Muss ich mal gucken. Okay, pass auf. Wir gehen jetzt wieder raus. Ich traue mich nicht, mich umzudrehen. Okay, gibt es hier noch irgendwie was Tolles? Irgendwas, was ich mitnehmen möchte? Ein Hammer. Wenn der Typ da draußen steht, dann erst mal mit dem Hammer einen auf den Kopf. Hallo? Ich fühle mich nicht, um nach diesem Vagabond in der Nacht zu suchen. Ich würde
better go home. Zu Hause ist, wo du sicher bist. Mehr oder weniger. Okay. Da ist ein Mann bei uns im Haus. Und statt ganz creepy irgendwie... Hallo? What? You let yourself in? Hey, are you deaf? I'm talking to you. Ich will nicht dahin. Habe ich schon erwähnt, dass ich eigentlich der größte Schisser bin? Zeit aufzuhören, oder? Kann das? Ich will nicht weiterspielen. Ich möchte Minecraft zocken. Oh Mann. So, hier. Seht ihr hier dieses Schloss? Als ich vorhin, deswegen habe ich den Schild gemacht, als ich vorhin im Schuppen die Kneifzange gefunden habe, also in den Bolzenschneider, habe ich gedacht, das ist nur hierfür, deswegen bin ich zurückgerannt und ich kam einfach nicht hier hinter. Ich konnte dieses Regal nicht wegräumen, diesen Tisch konnte ich auch nicht zur Seite, dass ich da drunter kriechen kann. Und hier seht ihr, da steht, was ist denn das? So eine Art Bank oder Kommode oder was steht vor dieser Tür? Da konnte ich auch nicht durch. Ich war total verzweifelt und habe das ganze Haus abgesucht und habe da mal so ein bisschen rumgeeidelt. Hallo. Ich möchte nicht weitermachen. Ich fürchte, ich muss nach oben. Kann das? Hallo? Hab ich kein Petroleum? Ich hab doch Petroleum. Ach, man muss das manuell. Nein, 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 nein. Mal kurz einen Moment. Doch, habe ich mal kurz gemutet. Man muss ja nicht irgendwie laut reinhusten, ne? Das war zu. Die ganze Zeit über war das zu. Und ich wünschte, es würde zu bleiben. Hallo? Hier ist eine Kerze. Und da ist eine Kerze. Ich glaube, das reicht in Sachen Petroleum, oder? Ich bin in Stresssituationen nicht gerade. Okay. Ich wollte es ja. Ich wollte ja dieses Horror-Game. Alter. Sowas in der Richtung. Anschauen, werfen, rotieren. Ich könnte es jetzt nach diesem einen komischen, behinderten Geist werfen. Aber wir wollen es ja... Nee, anschauen. Mein Vater war nie gut darin, seine Gefühle zu zeigen. Doch wenn er einmal wirklich unglücklich war, klammerte er sich an diesen kleinen Engel. Ah, ja. So, gibt es noch irgendwelche weiteren... Hab ich auch... Okay, zurück. So, zurück. So, Notizen. Wir haben uns einige Notizen gemacht. Unser Fathering war jetzt nicht gerade so der beste aller Besten. Zweiter Zeitungsausschnitt. Foto vom Gasthof, der Mine.
Hier beispielsweise. Hier, mein Vater. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt geschnitten habe, deswegen lese ich jetzt nochmal vor, falls es jetzt wiederholt wird. Sorry. Mein Vater und ich vor einem Gasthof. Ich war damals 7 Jahre alt. Er hat mir vorgeworfen, ich würde Fratzen schneiden und nicht gerade stehen wollen. Dabei war er es, der nicht stillstehen konnte, wie man hier sieht. Ich habe danach eine ordentliche Tracht Prügel kassiert, obwohl ich es gar nicht verdient hatte. Ein sehr toller Vater. Ja, ein sehr toller Vater, der auch irgendwie... So, das war ein Minengrundstück, was er gekauft hat. Ich weiß nicht, ob ich das schon gelesen habe. Ich weiß nicht, wie gesagt, wie ich das geschnitten habe. Ihr könnt es euch jetzt hier links durchlesen. Ich lese jetzt nicht alles vor, wie gesagt. Auch ein paar Petroleum. Fleischwolf. So, das hier könnte ich gebrauchen. So, wenn der Typ noch einmal kommt, ne? Aber dann aber sowas von. So. Okay. Also der Typ da draußen, oder der hier, der war wohl der Kollege unseres Vaters. Wir haben die Mine gekauft. Wie es halt so ist bei Freundschaften und so weiter, vor allem wenn es um Geld geht, ging das halt nicht wohl ganz so gut. Es ist ziemlich dunkel, Leute. Oh, es ist ziemlich mega dunkel. Habt ihr gelitten? Alter, das ist ja... Where did all this blood come from? Dear God. Someone's banging on the cellar door. Oh. I need to check it out. Was? Hä, nein? Halt die Sch... Was ist das denn hier? Oh, guck mal, was ganz Tolles. Nein. Alter, fuck you. Nein, ich mach das garantiert. Ja, jetzt leider aber nicht. Ha, ich würde dir gerne helfen, aber ich kann selber nicht. So, pass mal auf, ich mach das jetzt so. Ja, ich habe dich gehört, aber ich kann dir leider die Tür nicht aufmachen. Sorry. Ich dachte, es ist die Tür. Nein, du kannst es auf. Nein. Diese Türen, ne? So, jetzt ist die Tür offen, jetzt willst du nicht mehr, oder wie? Jetzt bist du beleidigt, kann das? Alter, das gibt's doch nicht. Gut, ich muss hier die Tür zumachen. Was freue ich mich? Ach so, die geht nicht weiter auf. Hallo? Oh, Leute. Ey, ihr könnt mir mal den Ho... Hatte ich Anfang dieser Folge, also ganz am Anfang, nicht erwähnt, dass der gute Flash mir Alien Isolation vorgeschlagen hat und ich jetzt definitiv Alien Isolation als das schlimmere Spiel irgendwie ja, eingestuft habe? Nach neuer Erkenntnis. Nach neuer Erkenntnis. Das Tagebuch wurde aktualisiert, wie schön. Dann zeig mal das Tagebuch her. Entweder ist er für immer verschwunden oder er war nie wirklich hier. Der Flur. Der Flur ist voller Blut. Ich habe ein Klopfen gehört. Ich zittere am ganzen Körper. Jemand hämmert unaufhörlich an die Kellertür. Wartet er dort unten auf mich? Ich habe Angst, die Türklinke zu berühren, aber die Unwissenheit ist noch viel schlimmer. Der Keller ist auch voller Blut. Viel zu viel, als dass das Opfer hätte überleben können.
Ich werde der Spur folgen, doch allein der Gedanke, was ich an dessen Ende finden könnte, erfüllt mich mit Übelkeit. Bro, raus aus dem... Hä? Alter, hier gibt es ein schönes Kissen. Ich will da nicht, ich will der Spur nicht folgen. Hier gibt es doch mit Sicherheit schöne Sachen zu erkunden. Oh, ich möchte gerne lesen. Oh ja, lesen ist immer gut. Hillside Inn, ab jetzt geöffnet. 40 komfortable Zimmer, ein gemütlicher Herberg im Herzen eines Bergdorfes. Ich habe köstliche Mahlzeiten gelesen, warum auch immer. Köstliche Mahlzeiten, ganz in der Nähe der berühmten Caroline Pyritin Minen. Kommen Sie uns bald besuchen. Wie, mehr gibt es nicht? Ich möchte gerne auch rotieren und... Hallo? Petroleum? Gut, hier ist das Ende. Ich möchte nicht weitermachen. Streichhölzer wohl oder was? Ich dachte, ich kann was lesen. Hier ist nochmal Petroleum. Nein. Ich möchte nicht crouchen. Ich habe gute Kopfhörer, ne? Ach gut, die Ratte hat mich jetzt weniger gestört, nachdem ein komplett grusiger Typ hier rumgelaufen ist. Weiß nicht, sind Ratten eher subgruselig? Kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Ich finde jetzt einfach aus Verzweiflung ein paar Wörter. Und aus größerer Verzweiflung eidel ich hier rum. Warte mal, pass mal auf, ist was ganz Wichtiges. Ich muss einmal Petroleum nachfüllen. Oder zweimal. Ja, das kann nicht aufgeschoben werden. Gut, das ist verschlossen. Ich crouch doch nicht dadurch. Crouch ich dadurch? Ich glaube, ich crouch dadurch, oder? Drücke C zum Kriechen. Ich will, oh, das ist ein tolles Bild. Schönes Bild. Ich kann wieder stehen. Ich will nicht. Hier bin ich irgendwie in der Sackgasse. Das heißt, hinter mir wird gleich irgendwas erscheinen. 100 Pro. Ihr Penner. Ich kenne euch doch. Ein Gegenstand. Noch ein Gegenstand. Wunderbar. Ich liebe Gegenstände. Du bist irgendwie gruselig. Jetzt bist du nicht mehr so gruselig. So, weg mit dir. Finde den Seiteneingang. Jetzt crouch ich zurück und dann kommt ein Jumpscare. Pass auf. Pass auf. Hundertprozentig. So, es kommt ein Jumpscare. Hundertprozentig. Hä? Aber da gab's doch jetzt nichts. Ich dachte, die Tür ist jetzt automatisch auf, aber scheinbar war die nicht auf. Ah, okay. Okay. Da ist was. Oh, wie cool. Noch eine Gartenschere. Eine Gartenschere, deren Klingen verrostet sind. Auch wenn der Zahn der Zeit an ihr genagt hat, könnte sie sich noch als nützlich erweisen. Ich rotiere mal ein bisschen, weil man weiß ja, so eine Gartenbody ist aber wirklich alt, argrostig, ne? Okay, cool. Ich möchte jetzt auch ganz zwingend dringend... Bestimmt die alte Gartenschere.
Hä? Finde einen Weg aus dem Keller. Jetzt muss ich raus. Jetzt kommen die Jumpscares. Have to get in there. Whatever happened. Aber, I hope it's not my father's blood. Aber hier kommst du ja nicht raus und hier ist das Blut. Gleich kommt ein Jumpscare. Ich kündige es schon mal an, Leute, nicht erschrecken. Delusional? Okay. Jetzt hätte ich mich umdrehen müssen und die Fratze hätte nochmal so reinschießen müssen, so noch ein Jumpscare-Lag. Boah. Jetzt ist die Tür auf. Ist die. Ne. Ich muss jetzt raus. Als ob das der Jumpscare wäre. Als ob das alles wäre. Pisser! I need to get rid of them before I leave the basement. Ja. Klack. Ja, das ist ja. Ach so. Ja, gut. So, und jetzt kommen wir raus. Jetzt wird bestimmt nichts mehr passieren. He's upstairs. What does he want from me? I don't know. I don't know. I want no more. Folge der Blutspur. So, wo war ich denn jetzt? Ich habe Angst, die Tür zu berühren, aber die Unwissenheit ist so viel schlimmer. Der Keller ist auch voller Blut. Viel zu viel. Okay, das haben wir auch gelesen. Unter der Tür dringt noch mehr Blut hervor. Es kommt von drinnen. Daher muss ich etwas Schreckliches zugetragen haben. Ich muss irgendwie ins Innere gelangen, aber die Tür ist fest verschlossen und der Eingang an der Seite mit einem Vorhängeschloss verriegelt. So viel Blut. Und es sieht frisch aus. Als wäre es gerade erst passiert. Ich hoffe nur, dass es nichts mit meinem Vater zu tun hat. Ich habe es aus dem Keller geschafft. Ich kann ihn nirgends sehen. Vielleicht. Halt! Ich höre wieder das Klopfen. Es kommt von oben. Wer ist dort oben? Was, wenn er es ist? Findet dieser Albtraum niemals ein Ende? Das gerade frage ich mich auch. Hallo? Bro, raus aus meiner Bude. Ohne Witz jetzt, ne? Ey, das ist Belästigung, das weißt du, ne? Hallo? Wer bist du? Wo ist er? Die Kerze an. Okay, hier someone gone through my briefcase. Hä? Oh, was haben wir hier? Ich sagte, was haben wir hier? Ein mysteriöser Schlüssel. Ich weiß auch nicht, warum ich ihn zu diesem Ort mitgenommen habe, an dem ich das letzte Jahrzehnt meines Lebens verbracht habe. Ich weiß nicht einmal mehr, zu welchem Schloss er gehört. Aber das werden wir sicherlich bald herausfinden. Nein. Okay, das ist jetzt. Keep away! Keep away! Au. Oh, der kommt ja noch. Fortsetzung folgt. Das war's! Thank you for playing demo version of The Beast Inside. Oh mein Gott, ich bin durch. Oh, ich weiß nicht, lade ich das denn eigentlich? Ich glaube, ich lade das in zwei Teilen hoch. Hoch. Oh, Leute. Oh. Okay. Die Frage ist jetzt, wenn ich jetzt. Also, langsam. Boah, ich muss mich erstmal sammeln. Also, der gute Shadow Wolf hat ja gefragt, wenn mir das Spiel gefallen sollte, ob ich dann die Vollversion spielen würde. Tatsächlich würde ich das sogar. Auf eine Art ist das cool. Auf eine Art, wie gesagt, es ist, ne?
nichts für die Sessions am Abend. Wir haben jetzt gerade eben, ja, 12 Uhr mittags. Ich habe hier alles abgedunkelt, deswegen sieht es so dunkel aus. Puh, die Frage ist jetzt nur, wenn ich mir die Vollversion jetzt hole, muss ich dann alles wieder von vorne spielen? Oder ist das irgendwie eine andere Version, die halt jetzt nichts mit dem mit der Vollversion zu tun hat? Also nicht 1:1, weil das wäre dann ein bisschen low, weil wir haben jetzt, wie lange? Rund eine Stunde. Ich meine, ich werde jetzt einiges rausgeschnitten haben, weil ich da so lange rumgesucht habe, wie so ein Vollhonk. Ja, gut, liebe Leute, das war angespielt. Vielen Dank, lieber Shadow Wolf, für diesen Vorschlag. Und tatsächlich werde ich mir sogar überlegen, das haben wir die ganze Zeit schon überlegt, ob ich mir Alien Isolations auch holen werde. Kostet ja jetzt nicht großartig viel auf Instant Gaming. Einfach nur mal, vielleicht auch nur als angespielt, aber das reicht ja auch. Damit der gute Flash sich auch nochmal eines Fäustchen lachen kann, wenn ich da auch zugrunde gehe innerlich. Und ja, was bleibt mir dazu sagen? Erstes Horrorgame hier auf meinem Kanal. Dankeschön für die Vorschläge, danke fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Und falls ihr noch irgendwie andere geile Horrortitel irgendwie, ja, irgendwie so im Petto hättet, wo ihr sagt, pass mal auf, das kannst du auch noch spielen. Nur her damit. Ich bin jetzt raus. Ich ziehe mir jetzt erstmal auf Disney Plus die Gummibärmbande rein. Einfach nur, weil es nötig ist. Na, liebe Leute, Dankeschön für alles. Lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Und ich hoffe, ihr seid bei einem meiner, ja, anderen Let's Plays dabei oder was auch immer. Ihr seid auf jeden Fall, bleibt ihr dabei. Und ja, ich brauche jetzt erstmal Pause. Macht es gut. Ciao.